Na du, was machen wir denn heute Schönes? Wir machen was ganz Besonderes. Oi, ein Messer. Lucky, wieso läufst du weg? Wir machen doch heute einfach ein bisschen was Besonderes. Und zwar Smarties essen. Genau, dafür habe ich ja auch mein Messer, um eine Smarties-Packung zu öffnen, obwohl das Ganze nicht so gut klappt. Lieber mache ich das mit der Hand und das geht auch viel schneller und einfacher. Oh, das sind rote Smarties. Ich finde diesen schon ziemlich selten. Essen wir mal so einen blauen? Mhm. Aha, und ich dachte schon, puh. Was dachtest du schon? Du dachtest doch nicht etwa, dass ich mit Messer auf dich, aha? Nein, natürlich nicht. Also, wir machen... Oi, danke schön. Du willst noch weiterreden, stimmt's? Ja, genau. Aber du redest zu viel. Jumanji, lass mich gehen. Nein, mit den Smarties läufst du bestimmt nicht weg. Ich habe mir heute etwas Besonderes überlegt. Und ja, genau, wir machen etwas mit den Smarties und zwar ein Lucky Bear aus Smarties. Ein Lucky Bear aus Smarties? Was genau für ein? Na, das erzähle ich dir gleich. Aber erst einmal möchte ich dich auf einen weichsten Kinder-Schokobon einladen. Kennst du die schon? Oh ja, wie ich die kenne. Die schmecken so gut. Ja, ich probiere so gut wie von jeder Schokoladenmarke die neue Form mit der weißen Schokolade aus. Finde ich einfach klasse. Dankeschön. So, die Smarties packen wir mal aus. Nicht mal ein einziger roter. Was haben wir in der zweiten Packung? Oh, da haben wir ein paar. Und zwar 3 Stück insgesamt haben wir drinnen gehabt. Ich weiß nicht wieso, aber bei Smarties sind die roten immer irgendwie ziemlich selten. Obwohl das meine Liebsten sind. Meine auch. Ja, ich weiß. Lucky mag alles, was rot ist. meins. So, als nächstes bräuchten wir ein Brettchen, eine Schale und was bräuchten wir noch? Messer ist da. Genau. Lucky, komm mal, wir brauchen dich. Nein, solange das Messer da ist, komme ich nicht. Lucky, komm. Nein. Ach, was soll's, dann schnapp ich ihn mir einfach. Hey, lass mich los. So, da kommst du hin und wir müssen Lucky jetzt zerschneiden. Wieso? Na, weil wir ein Smarties Lucky Bear machen. Mach dir keine Sorgen, halt einfach still. Du bist aus Gelatine und fühlst ja sowieso nichts. Das ist mein Glück. Smarties Lucky. Wie sehe ich dann bloß aus? Das sehen wir gleich. Erst einmal brauchen wir dich in kleineren Stücken, dann können wir dich viel schneller einschmelzen als in einem großen Stück. So, hier noch ein Schnitt. Aha. Und das kann man jetzt so abreißen. Perfekt. Wir machen ihn in kleine Stücke und dann kommt er für eine Minute in die Mikrowelle rein. So. Die Tür zu. Und eine Minute ist vergangen, da haben wir den geschmolzenen Lucky. Perfekt. Und jetzt kommt er natürlich in seine Silikonform. Wie immer, Freunde, der Link von der Silikonform ist in der Beschreibung, falls ihr euch auch so ein Lucky machen wollt oder einen kleinen Kuchen oder Kekse oder sonst was. Der Link davon ist in der Beschreibung. Die ganze Gelatine rein und jetzt kommen da die ganzen Bonbons rein. Erstmal fangen wir an mit dem weißen. Den legen wir natürlich bei seiner Bauchnabel. So. Und jetzt versuche ich hier einfach mal hinzuschmeißen in seine Augen. Wo waren seine Augen nochmal? So, ich glaube, ich habe da ein bisschen was schief hingelegt. Jetzt legen wir nochmal den Mund. Aber ich glaube, da habe ich mich ein klein wenig vertan. Halb so schlimm. So, jetzt verteilen wir einfach auf die Schnelle überall ein paar Smarties, damit wir schneller ein Lucky Bear Smarties haben. Bin gespannt, ob der mir heute schmecken wird. So, die letzten Smarties tauchen unter. Und weil die Gelatine immer noch ziemlich warm ist, werden die auch ein klein wenig schmelzen. So, halbe Stunde ist vergangen, Lucky war in dem Kühlschrank und das bedeutet, wir holen ihn den mal raus. Hi, es kitzelt. Es kitzelt so sehr. Oi, oi, puh, und wie sehe ich aus? Naja, oh, schau mal, den Smarty habe ich genau auf die Nase hingelegt. Aha, Nase, du wolltest ihn doch auf das Auge hinlegen. Na, ist doch egal, in dem Ohr ist auch einer gut platziert, aber die Nase, finde ich, sieht am lustigsten aus. Ach übrigens, wieso sind jetzt alle Smarties plötzlich gelb? Na, ich denke, weil die Farbe geschmolzen ist wahrscheinlich und deshalb sehen die so aus. Ja, wäre möglich. Lass uns mal deinen Bauchnabel ein bisschen anschauen. Wenn ich hier so drauf drücke, kommt da was Weißes raus. Was Weißes? Das ist doch weiße Schokolade. Sieht aber aus wie so ein Pickel. Ich finde das irgendwie eklig. Also Lucky, ich möchte dich ehrlich gesagt jetzt nicht essen, wenn ich hier überall anschaue. Also ich dachte, die Smarties bleiben bunt und du siehst dann lecker aus. Puh. Sag nochmal Fu und ich gebe dir eine von links und dann eine von rechts. Ja, genau. Und ich gehe jetzt meinen Bauchnabel ausschlürfen. Freunde, wollt ihr auch meinen Bauchnabel ausschlürfen? Und übrigens hier der neue Kanal. Unbedingt vorbeischauen und abonnieren. Und lasst schöne Grüße vom Lucky da. Dankeschön.